Dieser Fuß, Digga. Kannst du mir sagen, wo wir hingehen? Wir gehen jetzt in den Puff. Okay, jetzt klappt nicht mit den Schuhen. Let's start with my sunglasses. It's a Jacques Malemarsh sunglasses. And let's turn to the shirt. It's a Dolce & Gabbana. Feel the ball, Baumwolle. Then let's turn down to the belt. It's Christian Dior. Christian Dior, Dior. Let's turn to the socks. Haut. And then let's turn to the shoes. Christian Louboutin. And that's my outfit of the day. Oh, and I have a big piece. Macht euch bitte gar keinen Stress. Hey, that's fucking cold. Come on. She's so bad. Scripted. Bro, I can't do it. For the tennis court. It's sponsored by the LA Tennis Foundation. All proceeds are going to Ron's alcoholism fund. But we need to stop in the 7-Eleven for some beers. Oh, now I am ready. Have you ever seen a tornado? I would love to see a tornado. Holy shit, dude. He needs another tornado. Lass mal heute die Schärfe-Experience experience, okay? Okay, und lass uns danach so auf eine Homeparty gehen und dann auf der Homeparty feststellen. Kein Schloss auf der Toilette, kein Toilettenpapier da, aber eine Stunde lang warten. Wie war der Salat? Außerordentlich prinzipiell. Wir wollten jetzt los. By the rivers of... Hey, was ist denn das für ein Scheiß hier? Der letzte Kameramann wurde gekündigt, ich bin jetzt der Kameramann. Ich bin so müde, ne? Bist du müde, ja? Ich bin stoned. Ich hab einen Joint drauf, ich hab diese Gasmaske genommen. Nein. Ich hab ein paar Muffins gegessen. Und dann habe ich vorher noch mal krass auch gegessen. Ibuprofen. Oh, wait a second, I have got something very special for you. Come with me. They see me inside of this. Hier haben wir das wohl bekannte Hollywood Sign. Es befindet sich direkt dort oben. Wir haben jetzt hier gerade eine brenzliche Situation. Du bist heute um 9.30 Uhr aufgestanden und du weißt jetzt gerade um 13 Uhr nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Was soll ich denn jetzt mit meinem Leben anfangen? Was soll ich denn machen? Guck mal, ich habe hier ein scheiß Wasser in der Hand, ja, was ich, keine Ahnung, trinke. Das hilft mir aber nicht weiter. Guck mal, ich gucke mir jetzt einfach mal dieses Gemälde an. Ich gucke, was es zu mir sagt. Es sagt mir, ich soll mir heute richtig einen reintrinken. Wir sind hier gerade in Los Angeles, irgendwo in einer sehr reichen Gegend. Ich fühle mich wohl. Mach ja schon mal die Basics, reiß die mal zusammen, reiß die mal am Riemen. Es ist sehr nett hier, weil der Kühlschrank hat keinen Alkoholinhalt. Von daher weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Fucking serious, Ron! Yo, Ron just tried a tornado forfeit. So right now we're going to a place called In-N-Out, the quintessential West Coast burger place. This is the spot. This is where everyone needs to go. It's kind of like the spot of the West Coast. It's only in L.A., Vegas, Arizona, places like that. Okay, nice. We must have the Tisha or something. What do you think? This. I love that you like my cheeseburgers. There you go, Ron. Nachdem Ron heute die Fitness-Session auch durchgezogen hat, hat er sich das verdient. Das war mal ein Burger-Erlebnis. Aber wir haben ein Problem, das Bier.
Ja, das ist schon die ganze Zeit ein Problem, aber es fällt hier irgendwie niemandem aus uns beiden auf. Und wenn ihr wollt, dass ich endlich mein Bier bekomme, dann schallert den Daumen jetzt ins oben quadratische Arschloch pro Arschloch rein und abonniert auf jeden Fall diesen Channel, damit jeder von euch meine Rolex bekommt. Wie heißt es nochmal, wenn sich mehrere lieben? Evil Profax. Evil Profax.